Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Abgeordnete! Erst einmal ist es natürlich schön, wenn man nach vielen Jahren hier mal wieder steht. Aber der Anlass, warum ich hier stehe, ist mir ein wichtiger und zugleich sehr ernster. 8.752 Verstöße musste der nordrhein-westfälische Arbeitsschutz feststellen, als ich im Herbst vergangenen Jahres den Arbeitsschutz von Nordrhein-Westfalen gesagt habe, dass sie die 30. größten Betriebe der Fleischwirtschaft in Nordrhein-Westfalen an einem Tag konzentriert kontrollieren sollen. In 26 der 30 Betriebe wurden gravierende Mängel beim Arbeitsschutz festgestellt. Im Zuge der Pandemiebekämpfung konnte Nordrhein-Westfalen den Arbeitsschutz erstmalig großflächig in die Wohnungen der Werkvertragsarbeitnehmer schicken. Ich habe Bilder von Wohnungen zu Gesicht bekommen, die wirklich in einem erbärmlichen Zustand gewesen sind. Von 650 kontrollierten Unterkünften wurden 1.863 mittlere und gravierende Beanstandungen festgestellt. Wer angesichts dieser Ergebnisse von Einzelfällen oder schwarzen Schafen spricht, der verkennt die Realität in dieser Branche. Das muss man hier ganz deutlich feststellen. Was passiert, wenn ein hochansteckendes Virus in einem solchen System auftritt, zeigen die mehr als 1.400 Fälle im Schlachtbetrieb Tönjes, aber auch viele Fälle in anderen Schlachthöfen der Bundesrepublik Deutschland, auch in weiteren Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen. Zu Beginn des Ausbruchs in Reda-Wiedenbrück konnte mir mal das Unternehmen nicht einmal sagen, wo die Werksarbeitnehmer wohnen, und behauptete, das sei auch aufgrund des Datenschutzes nicht möglich. Ich nenne ein solches System die organisierte Verantwortungslosigkeit. Noch im Mai sagte der Verband der Fleischwirtschaft, dass bei einem Verbot der Werkverträge gravierende wirtschaftliche Schäden entstünden. Große Teile der Fleischproduktion würden ins Ausland verlagert. Auch einige Abgeordnete haben sich dieser Auffassung zu eigen gemacht. Es las sich in manchen Stellungnahmen so, als würde der Vorschlag von Herrn Arbeitsminister Heil, aber auch meine Vorschläge, die gleichen sind, Unheil über unser Land kommen. Jetzt liest man, dass der Verband der Fleischwirtschaft den Beschluss der Bundesregierung unterstützt. Einige Unternehmen haben sogar schon angekündigt, zukünftig ausschließlich auf eigene Beschäftigte setzen zu wollen. Ich frage mich schon, warum zuerst Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden, wenn jetzt auf einmal alles geht. Warum verteidigen kluge Menschen ein solches System so vehement, wenn Missstände dort vorprogrammiert sind? Ich glaube, dass viele nicht wissen, welche Dimensionen die Fleischindustrie, ich spreche bewusst von einer Industrie, angenommen hat. Die 10 größten Konzerne schlachten 80% der Tiere. Alleine Tönnes hat einen Marktanteil von rund einem Drittel. In der Regel sind in der Industrie die Löhne und die Arbeitsbedingungen gut. Dies gilt für die Fleischindustrie aber überhaupt nicht. Es ist auch völlig klar, warum die Bedingungen in der Fleischindustrie so sind, wie sie sind. Mit Hilfe von Werkverträgen haben es die Arbeitgeber in der industriellen Fleischwirtschaft, darauf lege ich Wert, geschafft, jegliche Form der Arbeitnehmermitbestimmung effektiv zu verhindern. Sowohl in Nordrhein-Westfalen auch bundesweit sind Mitbestimmung und Tarifverträge im Bereich der industriellen Schlachtung und Zerlegung quasi nicht vorhanden. Dass es auch anders geht, macht Dänemark vor. Dort sind die Arbeitnehmer in der Regel direkt bei den Schlachthöfen angestellt. In der gesamten Fleischindustrie gibt es Tarifverträge. Jetzt liest man, dass Dänemarks Fleischindustrie in den letzten 15 bis 20 Jahren 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze nach Deutschland verloren hat,
weil Deutschland aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen günstiger produzieren könne. Ich finde das peinlich. Ich glaube, dass Ludwig Erhard sich bei dieser Form von Wettbewerb im Grab umdrehen würde. Wir müssen diesen Dumping-Wettbewerb jetzt beenden, und zwar schnell. Herr Minister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP? Ich bin der Überzeugung, dass das Verbot der Werkverträge im Kernbereich der Schlachthöfe viele Probleme lösen wird, die wir seit Jahren nicht gelöst bekommen haben. Ich habe hier einige Diskussionen erlebt. Die Einführung des Mindestlohnes hat die Situation nicht verändert. Die GSA Fleisch, die 2017 verabschiedet worden ist, hat die Situation nicht verändert. Also muss man jetzt, finde ich, die Systemfrage stellen. Auch die weiteren Forderungen aus dem Kabinettsbeschluss sind gut und richtig. Digitale Zeiterfassung. Ja, wie wollen wir den Mindestlohn kontrollieren, wenn wir keine Zeiterfassung haben? In der GSA Fleisch steht drin, Arbeitszeit müssen erfasst werden. Wir haben die Dokumente gesichert. Die sind so aufgeschrieben, handschriftlich, dass man sie nicht entziffern kann. Dass in einer Branche, wo man bei jeder Mettwurst sagen kann, von welchem Schwein sie abstammt, nicht weiß, nicht digital Zeit erfassen kann, ist mir ein Rätsel. Ist mir ein ganz großes Rätsel. Und natürlich brauchen wir auch größere Geldbußen. Was jedoch weiterhin fehlt, ist eine verbesserte Kontrollmöglichkeit der Unterkünfte. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass der nordrhein-westfälische Arbeitsschutz 650 Unterkünfte über 1.800 Verstöße festgestellt hat. Ohne die Pandemie hätte ich den Arbeitsschutz überhaupt nicht in die Unterkünfte schicken dürfen. Daher sind die Zustände auch so, wie sie sind. Deshalb muss das, was für die Betriebsbedingungen gilt, auch für arbeitgebernahe vermittelte, bereitgestellte Unterkünfte gelten, dass auch außerhalb der Pandemie der Arbeitsschutz in solche Wohnungen rein kann. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Bis die Arbeitsschützer wirklich in einen Schlachthof da ankommen, wo es rund geht, durch alle Sicherheitsschleusen, alle Hygieneschleusen, vergeht sehr viel Zeit. Bis dahin kann man natürlich schon viel verändern. Also müssen wir zu einer anderen Kontrolldichte kommen. Ich habe entschieden, dass in Nordrhein-Westfalen in Zukunft auf den großen Schlachthöfen der Arbeitsschutz ständig präsent ist. Aber bei Veterinären ist es so, die auch ständig präsent in den Schlachthöfen sind, dass die bei den Kreisen angestellt sind und die Schlachthöfe diese Dienstleistung, die die Veterinäre im Tierschutz und Gesundheitsschutz erbringen, selbstverständlich über Gebühren bezahlen müssen. Ich sehe nicht ein, dass hier alleine der Steuerzahler verantwortlich ist. Ich möchte die Regelung, die seit Jahr und Tag für Veterinäre gilt, auch für den Arbeitsschutz haben, dass wir mit einer Gebührenordnung dieses auch bezahlen lassen können. Ich glaube, um das noch einmal deutlich zu sagen, wenn die Menschen in den Schlachtbetrieben festangestellt sind, dann wird sich was ändern. Dann werden sie natürlich auch mutiger. Dann werden sie sich mal einer Gewerkschaft anschließen. Dann werden sie einen Betriebsrat wählen. Dann werden Tarifverhandlungen geführt. Und dann sind wir da, wo wir in der sozialen Marktwirtschaft hinwollen. Und zum Schluss möchte ich zitieren aus den Kölner Leitsätzen meiner Partei, die jetzt 75 Jahre alt sind. Die menschliche Arbeit wird gewertet als sittliche Leistung, nicht als bloße Ware. Lohn- und Arbeitsbedingungen werden tariflich geregelt. Der Aufbau der Gewerkschaften und der sonstigen Berufsvertretungen ist zu sichern. Genau das möchte ich für die Fleischwirtschaft in den nächsten Jahren erreichen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.